So, hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate zusammen mit dem Drachenburschen Candyman und mir, dem Sir Evenrow. Wir grüßen euch alle recht herzlich und wollen dann mal auch starten, oder? Ja, das sollten wir durchaus machen. Heute geht's mal wieder in die Wüste, ist mal was ganz Neues. Waren wir ja nicht so ein... In letzter Zeit sind wir häufig in der Wüste. Erst der Jen Moran und dann noch der... Ich spiele halt gerne mit Sand. Ist okay. Es ist einfach nur ein großer Sandkasten. Ja. Ein großer, schöner Sandkasten. Mit einem hitzigen Showdown. Oh, und ein Gegner, der uns gleich angreift. Hallo, Volvidon. Erstmal Kaltgetränk nehmen, sonst zieht uns das hier permanent Lebensenergie ab. Was nicht so nett wäre. Nee. Oh, ich habe noch die Duramboros-Rüstung, die habe ich euch noch gar nicht gezeigt. Schau hier, Duramboros-Rüstung. Schaut doch schick aus, oder? Hat doch was. So, jetzt aber lieber mal. Au. Die Waffe ist übrigens auch von Duramboros, die ihr gerade seht. Aber das ist dieselbe wie früher. Also sie schaut genau aus, sie ist zwar verbessert, aber das ändert nichts am Aussehen. Nee, die Waffen leider nicht. Aber immerhin habe ich... Es gibt einige Waffen, die sich ein bisschen verändern, aber die meisten bleiben eher ähnlich. Ja. Auf jeden Fall finde ich diese ganz cool, auch die Rüstung. Und ich habe mir gedacht, zeige ich sie euch doch einfach mal, damit ihr auch was zu sehen habt. Beziehungsweise auch mal alle meine Ausrüstungssets gesehen habt. Nicht, dass es immer Wenn heißt, ich das machen so würde, würde das etwas dauern. Richtig. Wir wissen ja so, auch so, dass du besser ausgestattet bist. Nein, das wissen wir nicht. Ja. Wollen wir an der Stelle auch nicht herausfinden. Ja, ich glaube auch. Na. Elektrisierend ist er heute wieder, gell? Versuche ich mal ein bisschen auf mich zu lenken, damit du hier... Er hat auch so ein bisschen die Jaja Binks Fähigkeit, die hat er aber bisher noch nicht gemacht. Der Volvidon. Das Volvidon wahrscheinlich eher. Ey, ich war ausgewichen. Möglich. Ich war ausgewichen. Aber es hat nichts gebracht. Er hat mich trotzdem entfernt. Wo ist eigentlich Kenny schon wieder? Wir kämpfen ja die ganze Zeit nur zu zweit. Ach, der hat das andere Viech markiert. Ja, das ist... Genau falsch ausgewichen, aber ganz genau falsch ausgewichen. Es sind übrigens auch wieder vier Gegner, die uns hier erwarten. Also zweimal der hier, dieser wunderbare, und dann noch zweimal ein anderer. Großjagi. Genau, also der billigste Dino. In der Form vielleicht nicht ganz so billig, weil wir ja wie besagt G-Rank sind. Also ein bisschen schade finde ich, dass wir hier in der Mission selber nicht unseren Namen orange angezeigt werden, sondern nur weiß. Ja. Ich finde, dass wir G-Rank sind, das sollte man schon immer zeigen. Muss ja zeigen, was man hat. Ja, eigentlich sollte da immer so ein richtig fettes G nebenstehen. So. G-Drachi. Aber jetzt kann man immerhin sagen, dass wir von der G-Unit sind. Oh, da kam gerade die Jaja-Attacke. Die Jaja-Binks-Attacke. Wo die Zunge geflogen ist. Die Schlabber-Attacke. Wow, wow. Diese Attacke ist so verwirrend, weil du nicht weißt, wo er hingeht. Kommt nochmal. Nee. Ich finde diese Attacke ziemlich witzig mit der Zunge, solange sie mich nicht erwischt. Dann finde ich es nicht mehr ganz so lustig. Ich finde es viel witziger, wenn er so ein so hinten überfällt und dann rollt. Das finde ich ziemlich cool. Ja. Normalerweise begegnet das Viech einem hauptsächlich in den Lava-Gebieten. Aber in der Wüste ist es auch heiß und deswegen scheint sich das Viech hier auch in der Wüste wohl zu fühlen. Also normalerweise trifft man es mal beim Vulkan da. Waren wir ja auch schon das eine oder andere Mal. Ja, ein bisschen, ne? Ganz selten. Der legt sich schon wieder gut nieder. Das ist ein gutes... was? Ja. Gut. Ein gutes Zeichen. Würde ich auch so sehen. Ich habe schon wieder die normalen Tränke einverbraucht. Das ist schon wieder doof. Weil wie gesagt, hier... Mann! Es ist wieder die Vierer-Quest. Das heißt, hier gibt es wieder nur Monstertränke. Mega. Mega. Danke, dass du es mir mal sagst, sonst wird es in den Kommentaren nicht mehr stehen. Das heißt Megatränke, nicht Monstertrank. Du Dummbeutel. So, wir müssen dahin. Da ist rote Punkt. Rosa Punkt, bitteschön. Rosa. Okay. Rosa. Warum laufen wir in die andere Richtung, Candy? Ich laufe dir nicht hinterher. Nein, das tue ich nicht. Er will dich verwirren. Solange mich nur verwirren will. Warum stinke ich eigentlich so? Hat er dich angestunken? Ich weiß es nicht, aber ich dufte. Hm. Oder ich hinterlasse zumindest grüne Wolken, was ich nicht unbedingt als gutes Zeichen deuten würde. Ach Quatsch. Ist voll normal, oder? Grüne Wolken zu hinterlassen. Grün ist die Hoffnung.
Geht das auch wieder weg, dieser komische Nebel? Was? Geht dieser komische Nebel auch wieder weg irgendwann? Den ich dahinter lasse? Ja. Es irritiert mich so. Ich komme damit nicht klar, weißt du? So, was haben wir denn noch für Munition für dich? Schrot 3 haben wir für dich. Was hältst du davon? Da steht der SVM auch immer voll drauf auf Schrot 3. Ja. Das ist das Beste, was du mir antun kannst. Du musst mir mal zum Geburtstag schenken. eine Runde Schrot 3. Vielleicht verstehe ich es dann falsch und schenkt er dann ein bisschen Schrott zum Geburtstag. Oh, geil. Klingt das nicht verlockend? Er humpelt schon. Das ist nicht verarschen. Kannst knicken. Er humpelt echt schon. Fand ja, ist halt das erste große Monster, was man besiegt. Ja gut, aber die Quest bringt doch genauso viel wie die vom Lagombi, also von diesem Hasenviech, zusammen mit dem... Ja. Von dem Hasenviech zusammen mit dem Großbuggy. Ja. Die Quest bringt ja genauso viel wie die hier und diese ist ja halt deutlich leichter eigentlich. Ja. Naja. Es gibt so Dinge, über die beschwert man sich und es gibt Dinge, über die sollte man sich lieber nicht beschweren, sondern froh sein, dass man hier die gute Belohnung abstauben kann. Ja. Da bist du richtig. So ist es, so ist es. Es könnte übrigens auch einer unserer letzten Parts werden von dem Spiel. Wenn nicht sogar der letzte, wir sind uns dann nicht so ganz sicher. Ja, kommt drauf an, wie wir uns bei den anderen Viechern schlagen. Ja, es gibt nämlich noch zwei Monster, die uns fehlen auf unserer Liste, aber die sind richtig übel angeblich. Ja, also den einen habe ich noch gar nicht gemacht, den anderen habe ich gesehen, sagen wir es so. Das hat gereicht, das war furchteinflößend genug, aber du hast damals auch ziemlich beim Damager rumgemeckert, von wegen unschaffbar und so, und dann haben wir den eigentlich auch irgendwann mal ganz gut in dem Part haben wir uns ein bisschen dumm angestellt, aber vorher hatten wir ihn ein paar Mal ganz gut gemacht. Ja. Ja gut, aber alleine ist auch noch eine ganz andere Sache. Also, ja. Ich bin jetzt schon so weit am Ende der Fahnenstange im Solo, dass ich sogar Monster, die G-Rank-like sind, alleine machen darf. 3 Stück nacheinander. Also ja. Dreimal Volvidon oder so? Nee, Lagiacrus. Dreimal Lagiacrus nacheinander? Nein. 2 andere noch. Ich weiß es jetzt nicht mehr auswendig. Auf jeden Fall habe ich schon beim Lagiacrus abgeschmiert. Der war der Erste. Ja, und gut, ich hatte keine Chance. Lagiacrus G-Rank ist natürlich auch nochmal ein anderer. Ja, also den weißen, ne? Den... Ah ja, der Elfenbein. Ja, genau, Elfenbein Lagiacrus. Ich wusste was das für Evenroll nicht wusste. Ich fühle mich so mächtig. Mir nicht einfiel, sagen wir es so. Es ist aber auch nur zufällig, weil ich vor ein paar Tagen mal die Monster angeschaut hatte, die uns noch fehlen. Da habe ich auch den Namen gelesen. Den werden wir zwar nicht machen, aber. Weil wir den Lagiacrus ja schon mal besiegt haben und wir euch nicht alle Monster doppelt zeigen wollen. Das ist ja irgendwie auch nicht. Ich glaube, wir haben die Rosa Ratian gezeigt. Genau, den Elfenbein haben wir zwar selber zusammen mal gespielt, aber den haben wir nicht aufgenommen. Ja. Den Elfenbein. Da hast du auch recht. Oh, apropos Elfenbein. Der hat keine Elfenbeine. Nee. Jetzt soll mal wieder seine Zungenattacke machen. Das ist lustig, wenn er so rumzüngelt. Du stehst drauf. Klar, ich wollte schon immer mal mit einem Volvidon züngeln. Ja. Kann ich dir nicht verübeln. Wer will das nicht? Aber diese Zunge ist so genial, weil sie auch immer so aus dem Maul raushängt. Ich finde das nicht so toll. Au, das finde ich aber nicht so toll, wenn das Viech macht. Sein random Rumgehüpfe. Okay, nee, du wirst gleich mal begrüßt von einem Roller. Einem Rollator, genau. Au. So ist das. Mann, ist der rollig. Der ist rollig, ja. Ein Rollmops. Ein drolliger Roller. Wenn er es nachts dunkel haben will, dann zieht er seine Rollladen runter. Und zum Mittag gibt es Rollladen. Ja, Rollbraten. Geht auch. Den gibt es, wenn er keinen Bock mehr auf Rollladen hat. Rollladen ist ja eher Nachtisch, oder? Nein. Nicht? Gibt auch so Rollladen? Nein. Gibt auch so hier andere. Ach, egal. Weg ist es. Rollladen sind Fleisch. Ja. Ja, okay, gut. Fleisch ja, eingehüllt in Fleisch. Ja, ja, ich verwechsel es gerade, ja. Fleisch eingehüllt in Fleisch, klingt nach Döner. Nee, das ist Brot mit Fleisch. Und ein bisschen... Naja, aber das ist ja so rumgelegt um dieses Mittelding, der Döner. Der ist ja so um diesen diese Stange in der Mitte rumgelegt, deswegen ist es ja Fleisch in Fleisch sozusagen. Ach so. Ja, es ist weit hergeholt. Meine Gedankengänge, man, du nicht immer verstehen musst. Ja. Bemerke ich. Merklos tust. Klug du bist.
So, packen wir nochmal die härteren Geschütze aus. Oh, da spuckt er gleich Feuer vor Freude. So ein nettes Tierchen. Oh, ich treffe heute erstaunlich gut. Aber gut, wir haben jetzt auch schon ein paar Monster aufgenommen nacheinander. Man kommt dann auch wieder schnell in die Übung rein eigentlich. Ja, das ist schön auf jeden Fall. Aber wenn du so zum ersten Mal Monster anders spielst, ist es echt schwer. Ja, man muss sich wirklich an die Steuerung und so gewöhnen. Ja, weil es am Anfang doch etwas komplex ist. Und ein paar Sachen vielleicht nicht ganz einleuchtend sind. Aber es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo es auch Spaß macht, reinzufuchsen und auch sich damit zu beschäftigen. Wow. Und zigtausend Stunden reinzusetzen. Ja, zumindest wenn man alles sehen möchte. Ja. Ja, zigtausend Stunden finde ich dann irgendwann wieder sinnlos, wenn man dann immer dieselben Monster jagt. Aber wenn dann wieder neue Monster kommen, dann finde ich schon cool. Ja, und wenn sie nur eine andere Farbe haben. Ja, es ist ja nicht nur die Farbe, die anders ist. Es ist ja auch die Art, wie sie kämpfen, anders. Ja, aber nicht. Sie haben halt ein paar andere Attacken. Oh, er hat was verloren. Was hast du denn verloren? Außer dein Leben gleich. Wieso frage ich eigentlich? Natürlich hat er Megatrank verloren. Wieso frage ich? Hast Wieso? Du gut erkannt. Ja, danke. Schlaues Burschi. Ja, extrem schlau. Wenigstens kommt der andere nicht dazu, weil zu zweit wären sie garantiert wieder nervig. Haben wir echt Dungbomben dabei? Ja. Ach, top. Wir sind top vorbereitet. Bin richtig stolz auf uns. Wow, 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 wow. Ja, die zu düngen ist auch immer wieder spaßig. Ja, ein Monster, sie alle zu düngen. Nein, ich darf nicht drauf springen. Gut. Nur auf euch beide drauf springen. Candy. Ja. Oh, Candy. Wobei, in den letzten Parts bin nur ich einmal gestorben. Wenn ich mich recht erinnere. Nein. Nicht? Candy ist auch einmal für uns ins Lager gegangen. Stimmt, ja, der ist nicht gestorben, der ist ja nur ins Lager gegangen. Ja. Oder war das anders, Candy? Boah, ich hab so viel Lebensenergie verloren, ich muss unbedingt was trinken. So, das hat sich gelohnt. Aber hey, wenn man die Monstertränke schon so nachgeschmissen, Megatränke schon so nachgeschmissen bekommt, wie komme ich immer auf Monstertränke? Vielleicht weil es Monster Hunter ist und nicht Mega Hunter. Mega Hunter, das wäre ich auch mal. Nee, Monster klingt schon besser als Mega Hunter. Ja, da würde ich eher so an Mega Man denken als an. Ja, Monster. Eben. Nee, Mega Hunter wäre doof. Bleiben wir bei Monster Hunter. Und aber Mega Monster Hunter wäre witzig. Mega Monster Hunter, Super, Ultimate. Hyper 3. 25G 3000. Das klingt eher nach einem Staubsauger. Der 25G 2000. Stufenloses Umschalten von Saugen auf Blasen. Oder was? Ich weiß ja nicht, was so eine Staubsaugerwerbung beinhaltet. Ja, keine Ahnung. Als ob ich sowas täglich gucken würde. Nicht so. Diese Shopping-Sender im Fernsehen, die sind doch immer eine. Oh ja. Ein Highlight. Besonders, weil ich gar kein Fernsehen gucke. Gar nicht mehr. Ja, bei mir ist die Tagesschau und das war's dann eigentlich auch meistens. Ja, und dein Tatort. Tatort, stimmt. Tatort schaue ich auch immer. Du weißt schon besser, was ich schaue als ich. Das ist langsam beunruhigend. Tja, so als altes Ehepaar, ne? Ja. Dann müssten wir den Candy aber noch irgendwie in die Beziehung mit einbringen. Ja, er ist der Alter. Adoptivsohn, der so. Älter ist als wir. Achso. Okay. Müsste man dann Adoptivvater ja dann eigentlich eher nennen oder so. Der ist tot, glaube ich, oder? Ja. Schauen wir mal, ob ich sogar noch was ausgraben kann. Ja, eine Ration kriegt man von den Kleinen. Ui! Toll, aber es ist besser. Ja, es ist eigentlich nicht besser. Gleich schön. Ja, das war jetzt eine von den, sagen wir mal, machbareren Quests. Zumindest habt ihr mal das Volvidon gesehen mit seiner Zunge. Schade, dass das zweite seine Zunge nicht benutzt hat, aber zumindest einmal habt ihr die Zungenattacke gesehen. Und denke, dafür hat es sich doch gelohnt, oder? Eine lohnende Investition der Zeit. Genau, aber das sind unsere Let's Plays ja sowieso immer. Natürlich. Ein schöner Stein hier. Stein, Steinkunde machen. Einstein.
Ahü. Ja. Ich meine, es gab mal ein Part, in dem es mich nicht auf Skype rausgehauen hat. Das ist schon mal gut. Hast du gut hingekriegt. Das letzte Bild sieht doch toll aus. Beschwörungsformel. Ich glaube, ich habe ihn erwischt. Man sieht nämlich überall Blutspritzer. Und ich schieße gerade. Sieht echt gar nicht. Sieht sogar ganz cool aus, das Abschlussbild. So. Was haben wir denn? Volvidum Cortex, Großjagibalg, Schmetterreißzahn. Nicht zu verwechseln mit dem Schmetterling. Stärkster Reißzahn einer Reißzahnbestie. Durchdringt Monsterpanzer wie Papier. Solange es nicht Monster Hunter wie Papier durchdringt, bin ich ja schon froh. Volvidum-Kralle, Kreischer. Rarer Wilvernstein, Stufe 9 ist ja 9700 ist das Ding wert. Ein unglaublich reiner Stein eines Vogelwilvern. Brüchig und schwer zu verarbeiten. Vogelwilvern? Haben wir da Vogelwilvern entdeckt? Mach eigentlich gar keine. Großjagi. Ah, ach, das zählt als Wilvern, als Vogel. Ich meine schon, dass er Vogelwilvern. Okay, er hat vielleicht einen Vogel, aber na gut. Sei es dahingestellt. Eroberer Siegel habe ich noch bekommen. Monster Essenz. Brühe aus den dicksten und besten Teilen von Monstersäften. Lecker, oder? Machen wir weiter. Kaiserrüsche, eine Rüsche des grausamsten Yagi-Anführers. Zeugt von einem versierten Jäger. So, massive Knochen, Kaiserrüsche. Massive Knochen. Nochmal ein rarer Wilvernstein, Volvidum-Cortex. Und nochmal Kaiserrüsche. So. Und damit haben wir es dann auch. Okay, das war. Ach, da kann man sogar rumschauen. Das war jetzt gerade eben der längste, aber nur Silber. Der längste in Silber. Na, wunderbar. Ja, wohl anscheinend ja Silber. Nee, ist schon richtig. Alles ist gut. Schon richtig. Gold ist der wirklich der längste. Ja. Silber kann man auch mehrmals bekommen irgendwie oder so. Keine Ahnung. Und, genau. Beim Volvidon war es auch der längste in Silber. Ist dann Long... Nein. Ich wüsste jetzt was mit Long und Silber, aber das sage ich jetzt nicht. Okay. Ah, ich weiß, wer es verstanden hat. Ich habe ein schmutziges Lachen gehört aus der Candyman-Ecke. So, also wie gesagt, wir wissen jetzt nicht, ob es weitergeht, ob es noch Parts geben wird, weil es nur noch zwei Viecher auf unserer Liste gibt, die wir erledigen wollen. Ich versuche jetzt mal, mir ihre Namen in den Kopf zu rufen. Es war, glaube ich... Galadrion und Schreckenmirales. Genau, die beiden waren es. Schreckensmirales. Genau, die beiden stehen noch auf der Liste. Wir wissen nicht, ob wir sie schaffen. Es kann sein, dass noch zwei Parts Monster Hunter kommen. Wenn das nicht so ist, ist das Let's Play an der Stelle abgeschlossen, denke ich, oder? Ja, ich glaube, sonst hätten wir jetzt großartig nichts mehr zu zeigen, ne? Nö, sonst haben wir euch eigentlich fast alle Monster gezeigt, die es so im Spiel gibt. Aber wenn ich mal endlich das auf die Reihe kriege, wird es zumindest bei mir noch weitere Monster Hunter Videos geben. Richtig, aber nämlich Tutorials. Da könnt ihr es dann auf jeden Fall auch lernen, wie das Spiel funktioniert. Und nicht nur durch unsere fähigen Videos hier, sondern unsere auch weisen Worte in den Let's Plays. Genau, sondern auch wirklich wissen dann, wie es funktioniert, das Spiel. Und auch mal sehen, was man abseits der Monsterjagd machen kann. Lohnt sich auf jeden Fall also beim Steven Row vorbeizuschauen. Ja, wir wünschen. So, wenn ich es dann mal fertig kriege. Das schaffst du schon. Ja. Wir wünschen auf jeden Fall euch eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Part sage ich an der Stelle jetzt mal nicht, weil es nicht sicher ist, ob es einen nächsten Part geben wird. Also wünschen wir euch einfach so eine wunderbare Zeit. Und möge diese komische Fackel da links oben, dieses olympische Feuer, was auch immer das sein mag, auf dem Berg oben mit euch sein. Servus. Du suchst echt das Kleinste aus, was es hier gibt, ne? Na, ich habe den Bildschirm gerade mit meinen Augen abgesucht und das war das Erste, was mir so... Ich hab mal überlegt... Dein Name ist bei mir davor. Man sieht es bei mir nicht mal. Ach so. Warte, ich zeige euch jetzt, was er meint. Da hinten. Da. Seht ihr es? Ja. Jetzt haben es alle gesehen. Bis zum nächsten Mal. Servus. Bye, bye. Tschö. Wenn es ein nächstes Mal geben wird. Ihr wisst schon.